Jetzt sollte man mich hören. Ein Hoch auf Windows, der mir mal wieder mein Mikrofon umgestellt hat. So, also nochmal Hallo zusammen. Wer sich ein letztes Mal erinnert, da gab es ein klitzekleines Problem mit dem Spiel. Und zwar ließ es sich nicht starten. Und genau das gleiche Problem hatte ich jetzt kurz vor der Sendung auch nochmal. Also habe ich dasselbe gemacht wie letztes Mal. Spiel runter, Spiel rauf. Ich habe es noch nicht gestartet. Wir werden jetzt gemeinsam schauen, ob es funktioniert. Ich wechsle einmal ganz kurz den Bildschirm. So. Hier muss ich auch nochmal ganz schnell überprüfen, dass er das richtige Gerät verwendet. Okay.
So, hallo Zodiac, hallo Miri, Inso, Oliver. So, dann schauen wir, starten wir jetzt einmal das Startup Configuration Utility, mit dem ich das Fenstermodus aktivieren kann. Dann starten wir das Spiel. Jawohl. Soweit, so gut. Hallo Miri. Okay. Das macht er doch absichtlich. Ah, herrlich, macht genau denselben Fehler wieder. Ach, ich liebe es. Okay. Ich hab's fast geahnt. Das Spiel weigert sich beharrlich, live gespielt zu werden. Okay, dann werde ich schauen, dass ich es aufzeichne und fürs nächste Lagerfeuer präsentiere. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht genügend Ausweichspiele hätte. Wer in der WhatsApp-Gruppe des Retro-Kompott ist, der weiß, was bei mir alles eingetrudelt ist. Ist jetzt nur die Frage. Kinderspiele, Wimmelbildspiele oder Huibu? Was hättet ihr lieber? Okay, keine Antwort im Chat. Ja, da werde ich schon noch geben, dass es sich ziert. Wie gesagt, ich werde dafür auf jeden Fall eine Voraufzeichnung machen. Kein Wimmelbild. Okay. Dann fliegen die schon mal raus. Sagen wir mal so, ich habe hier mal eins vorbereitet. Wibu, ja. Moment. Mal kurz die Grafik austauschen. Da. So. Dann muss ich noch mal kurz hier den Titel und das Spiel ändern. Nein, Tomb Raider will wieder nicht. Powerlot. Hallo. Muss man so machen. Wibu kennt er nicht. Ja, ich werde schauen, dass ich es irgendwie aufzeichne. Das wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinbekommen würde. Und dann machen wir heute dann wieder ein Ausweichspielchen. Mal schauen, ob das klappt.
Ach, geh. Kann einen Treiber nicht laden. Ob ich vergessen hätte, neu zu starten. Ah, Mann. Ich liebe Schrott. Der funktioniert immer so wunderbar. Auf Anhieb. Natürlich. Naja. Miriam kennt's ja. Wenn was schief läuft, dann richtig. Spiel Nummer 2 weigert sich auch. Der will erst einen Neustart oder braucht einen Crack. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe hier noch. Machen wir erstmal das hier aus. Ja, die Testergebnisse waren auch alle vielversprechend. Keiner über 40%. Aber gut, wenn Huibu auch nicht will. Das war jetzt auch nur so ein Schnellschuss gewesen, weil ich mir gedacht habe, dass vielleicht was schief laufen könnte. Aber immerhin. 11 Leute sind hier, schauen zu und fühlen sich anscheinend besser unterhalten als bei Wetten, das heute. Ja, freut mich ja auch schon mal. Dann schauen wir uns mal ein anderes Spielchen an. Installieren. Ja, aber mit weniger Videospielen vielleicht. Okay, abgeschlossen. Das ist ja herrlich. Dann schauen wir mal, dass wir den jetzt hier reinbekommen. Idealerweise kriegt jetzt das Spiel jetzt auch noch schnell einen Fenstermodus. Wunderbar. Ton hört sie ja schon. Dann kriegt sie jetzt auch gleich noch was zu sehen. So. Das Ding heißt Meisterjäger XXL. Ich kenne das Spiel selber noch nicht. Schauen wir mal, was die Anleitung sagt. Ach, schön. Stilecht. 30 Sekunden, so viele Punkte wie möglich. Nicht nur die Viecher bringen Punkte, schießen sie auf alles und testen sie aus. Manche Treffer bringen leider auch Minuspunkte. Ah ja. Mit Escape breche ich ab. Mhm. Nee, nicht Jägermeister. Da wäre ja ein Copyright drauf, sondern tatsächlich der Meisterjäger XXL. Dann schauen wir mal. Play. Oh, herrlich. Aber kein WASD. Okay, das ist ja übel. Das ist ja wirklich übel.
Und das fängt bei der Maus nicht. Das ist ja noch übler. Kann ich irgendwas kaputt schießen? Ah, Blumenkübel bringen auch Geld. Auch Punkte. Sonnenblume bringt einen Punkt. Oh Mann, das ist jetzt ärgerlich, dass das Spiel meine Maus nicht fängt. Weil ich jetzt ständig irgendwelche Fenster nebenbei aufmache. Das ist erstaunlich. Das Spiel macht weniger Spaß als die Mohrenjagd zum x-ten Mal durchzuspielen. Ah, okay, das gibt Minuspunkte. Er positioniert eigentlich mitten in den Wald explosive Fässer. Sauber in den Arsch geblasen, okay. Leute, die Glocke. Okay, wow. Das Spiel macht mal gar keinen Spaß. Vor allem dieses elendige lange Zeitlimit. 300 Sekunden. Nee, die Häuser kann ich nicht kaputt machen. Vogel abschießen. Bist du sicher? Ich finde die Grafik hier gerade total scheiße. Die Glocke nervt wie Sau. Highscore. Yay, ich bin Erster. Will ich nochmal? Keine Ahnung. Bevor ich es vergesse. Den Titel nochmal ändern. Die Steuerung. Es läuft komplett mit der Maus. Linke Maustaste schießen, rechte Maustaste nachladen.
wenn alles verbraucht ist. Du kannst zwischendrin nicht nachladen, musst immer warten, bis alles verbraucht ist. Du kannst dich nicht bewegen. Das heißt, du rotierst einfach nur fröhlich auf einer Stelle und ballerst in der Gegend rum, wie ein Irrer. Für das Ganze hast du 300 Sekunden Zeit. Machen wir nochmal. Kann man die Brücke kaputt schießen oder irgendwas? Oder ist die Gegend generell unveränderbar? Also Wildschweine muss ich immer zweimal treffen. Diese Beutelratten einmal. Blumen bringen 10 Punkte extra. Explosive Fässer 20. Sonst kann ich die Umgebung hier nicht wirklich kaputt schießen. Ah, Pilze kann man abschießen. Ist was aufgetaucht? Ein Hase? Bringt auch 500, okay. Och, ist das niedlich. Stück vom Schädel. Also Grafsteine sind Minuspunkte. Nee, die Bank auch nicht. Die Glocke bringt gar keine Punkte. Ein bisschen Simon 4. Gehen wir auf Schmetterlingsjagd. Okay, das war der 2-Minuten-Gong. Da ist nochmal so ein Hase, den ich hier erwischt habe. Ah, Vögel kann man auch abschießen. Okay. Ist ja mega. Ja, natürlich ist es voll doof. Hm.
Das muss ein Hase. Schießen wir mal die ganze Blumen kaputt. Yay, neuer Rekord. Will ich nochmal spielen? Eigentlich nicht. Also viel gibt das Spiel tatsächlich nicht her. Keine Ahnung, wer sich das damals gekauft hat. Was schreibt der Rücktext hier? Wer zum Jagen nicht jedes Mal in den Wald will, der kann das nun auch am heimischen Computer ohne großen Aufwand machen. Und sich die Kosten der Munition sparen. Yay! Statt sich mit Gewehr und diversen Jagdutensilien herumschleppen oder was? Statt sich mit Gewehr und diversen Jagdutensilien herumschleppen oder während der Jagd im Regen stehen zu müssen. Ah. Geht's am heimischen PC wesentlich unkomplizierter. Da grunzt was, hinten hoppelt etwas. Ihnen steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, indem Sie möglichst viel von dem erlegen müssen, was Ihnen vor die Flinte kommt. Jeder Treffer wird mit Punkten bewertet. Neben diesen Zielen können Sie auch Flaschen, Fässer, andere Wildsorten zielen, welche Ihnen entweder einen besonderen Zeitbonus verschaffen oder viele Punkte geben. Oh, originalgetreue Geräuschkulisse, ah ja. Verblüffend echte 3D-Landschaft. Leute, wann war das Spiel? Wann war denn das Spiel? Ja, es kam für Windows 98, 2000 und NT4 raus. Was sagt die CD? Oktober 2003. Ja, aber selbst da gab es doch schon bessere 3D-Grafik, oder? Naja. Nee, brauchen wir nicht. Kann weg. Was habe ich hier noch? Stimmt, ich habe hier noch was gehabt. Das wollte ich mir auch mal näher anschauen. Nee, nicht Panzerpack. Das ist das andere. Ah, da ist es. Ich bin gerade dabei, die Spiele in meine Datenbank einzutragen, deswegen sind jetzt etwas unsortiert hier noch. Bei mir. Aber ich habe hier ein interessantes Werbespiel, von dem ich noch nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist. Das M&M's-Spiel, die Geheimformel. Damals von Yowood rausgebracht. Ich habe keine Ahnung. Mit die Geheimformel üben Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren altersgemäßes Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren. Klingt spannend. Dann, wie sagen, ich schließe das Spiel erstmal. Das meine ich. Unreal 2 war 2003. Da kannst du mit so einem Schmarrn nicht mehr kommen. So. Okay. Dann packen wir mal da M&M's, die Geheimformel. Das Laufwerk. Installieren das Ganze.
Okay. Achso. OpenGL oder Direct3D? Ah, ich kann es im Fenstermodus schalten. Das ist immer herrlich. Direct3D. 1280 mal 960. 1024 in 32 Bit. Soll ja was hermachen. High-Quality-Video natürlich an. Anwenden. Jetzt spielen. Ja, Jones wäre mal ein interessanter Test. Das ist ja eigentlich so ein Gesellschaftsspiel für bis zu 4 Leute. Das wäre mal interessant, auch wirklich mal zu 4 zu spielen. Hatte ich bisher noch nicht das Vergnügen. Was ist? Okay, läuft ich gleich auf Anhieb. Dann Kompatibilität. Windows 98. Nein. Ach, schade. Das Spiel will nicht. Was sagt er hier? 95, 98, DirectX 7 oder höher. Was habe ich hier noch? Angebot. Was für eine Kompatibilität? Will er auch nicht. Ach, schade. Das hätte mich jetzt wirklich interessiert. Ein großer Fakt des Lernspiel. Ja. Was habe ich hier noch? International Moto. Kennt sich jemand von euch mit Motocross aus? Hatte ich nämlich auch noch was bekommen. International Moto. Ich habe keine Ahnung, wie das ist und was es taugt. Ich weiß nur, dass ich jetzt später, wenn ich hier fertig bin, meinen Rechner erstmal wieder aufräumen darf. Ach. Das ist ein DOS-Spiel. Tatsache. Das ist noch ein DOS-Game. Da können wir mal einen kleinen Crashkurs machen. Wie richtig DOS-Spiele stellen einfach ein. Ich verwende ja für sowas immer ganz gern den DOS-Box-Launcher. Einfach weil ich ein fauler Stumpen bin. Da habe ich hier dann eine kleine Auswahl an Spielen, die ich jetzt schon eingerichtet habe. Die auch soweit schon laufen. Zum Beispiel vom letzten Mal noch The Shadow of Chiron. Jetzt auch mal das hier. Ah, nicht starten. Editieren.
ist nichts, nee. Doch, da ist nichts. Ich habe so angefangen, meine ganzen CDs zu archivieren, damit ich dann später einfach nur noch mit den Images arbeiten kann. So. Diese Punkte setze ich jetzt eigentlich nur, damit ich nicht vom Laufwerksbuchstaben abhängig bin. Ich habe auf derselben Festplatte, auf der ich meine Images habe, auch diesen DOSBox-Launcher. Ich kann das so dann einfach transportabel mitnehmen. So. Starten wir manuell einmal kurz. Das war noch Zeiten. Volle Installation, 41 Megabyte. General MIDI sein. Sehr gut. Das kann bleiben. Das ist nicht so schlimm. Ich habe für den MIDI-Sound bei mir unter Windows von Coolsoft den Virtual MIDI Synthesizer installiert. Und der hat dann auch noch den Fluid Synth als Sounddatenbank, sodass es halt einigermaßen passabel klingt, weil das, was ich sonst unter MIDI auf Windows rausbekomme, ist eine mittlere Katastrophe. Deutsch ist in Ordnung. Und Escape. So, dann kann ich jetzt hier nochmal das Profil nacharbeiten. So, dann starten wir mal. Da kann ich jetzt mal ganz kurz dieses Fenster wechseln.
Okay, es geht wohl offensichtlich darum, sich für die Axt im Wald aufzuführen. Das Intro war interessant. Schau mal kurz, ob ich hier. Also, okay. Schauen wir mal. Okay, Automatik ist drüber. $110 für einen Motorwechsel. Das klingt doch spannend. Also ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was ich genau tue. Na gut, gehen wir mal ins Rennen. European Junior League, 4 Rennen in Europa. Das ist in England. Das erinnert mich ein bisschen an das Motocross Madness von Microsoft. Nur ließ sich das damals viel besser steuern. Um Welten besser. Das Ding kommt so schwer in die Kurven rein. Erinnert mich fast ein bisschen an Need for Speed. Nur, dass die Strecken nicht ganz so lang sind. Platz 2. Irgendwie Sprite auf Voxel, kann es sein? Ja, immerhin Dritter. $45. Ja. Nein. Alles reparieren. So, da kann man auch noch tunen, oder wie? Wie soll das gehen? Egal. Ich hätte ja eh keine Ahnung davon. Nächster Lauf in der Schweiz.
wirkt interessant, das Spiel. Auf irgendeine schräge Art und Weise. Allerdings ist jetzt nichts, was ich auf dem PC erwartet hätte, sondern eher vielleicht auf dem SNES. Oder Game Boy Advance, sowas in der Richtung. Man hätte nur die Steuerung etwas feiner machen müssen. Also die reagiert ein bisschen träge und man kommt sehr schnell ins Rutschen bei dem Ganzen. Aber einen gewissen Spaß kann man dem Ding nicht absprechen. Mode 7 nicht, aber ich denke mal, wenn ein 486-33 für diese Voxel-Grafik imstande war, zu dieser Voxel-Grafik imstande war, dann hätte er sowas Ähnliches bestimmt auch auf dem SNES zaubern können, oder? Gar nicht geschaut, wo wir fahren. Oh, Wettereffekte. Schau an. Wirken sich zwar noch nicht direkt auf die Strecke aus. Zumindest merke ich jetzt gerade nichts davon. Aber es ist nett anzuschauen. Sag mal, wenn ich mich täusche, Oliver, aber Mode 7, das war doch im Prinzip nur eine flache Grafik, die rotiert werden konnte, oder? Aber hätte man diesen Zusatzchip nicht dafür verwenden können, Voxel-Grafik zu bauen? Oder übers Kippen, dass man da vielleicht diese Ebenen, Unebenheiten hätte nachbauen können. Wenn man es geschickt einsetzt. Oh, mein Mutter verlangt 230 Euro für die Reparatur. Dann reparieren wir die Reifen. Jetzt ist es ja mal Griechenland. Gut, PCs zu der Zeit hatten so im Schnitt 4 bis 8 Megabyte, oder? Das war jetzt auch nicht gerade die Welt. Allerdings natürlich mehr als der SNES hatte.
Das ist schwierig mit einem Blick auf den Chat dann mit anderen auf der Fahrbahn. Ja, ist aber aus irgendeinem Grund komplett untergegangen. Müssen wir recherchieren, was es bei den Wertungen abgeräumt hat damals. International Moto X hieß das Ding. Ist auf jeden Fall einer der interessanteren Titel gerade. Mit der Streckenposten, Voxelgrafik. Das Einzige ist halt, dass die Motorräder so hin und her springen zwischen den Animationsphasen. Von rechts nach links. Wenn man ein bisschen in die Kurven geht, sieht nicht wirklich flüssig aus. Aber sonst ist es auf jeden Fall mal ein interessanter Titel. Zehn Prozent. Kommen die auf den Wert? Hat dir das Setting einfach nur nicht gefallen, oder? Mich erstaunen diese Wertungen, ehrlich gesagt. Weil ich finde das Spiel jetzt absolut spannend von der Aufmachung her. Es ist jetzt natürlich kein Reißer, aber mich erinnert es ein wenig an das Motocross Madness von Microsoft. Das ja im Prinzip auch nicht viel mehr war als ein Haufen Rundkurse, über die man geheizt ist. Nur, dass man da halt eben noch ein bisschen freier in die Welt rein konnte. Ruckelei. Okay, das heißt, kann sein, dass es vielleicht eher ein Pentium gebraucht hätte, um das vernünftig zu spielen. Das Steuerungsmenü. Ja gut, es ist zweckmäßig. Ich kann sofort auch mit der Maus bedienen. Also ich weiß nicht, ich finde das jetzt hier ehrlich gesagt nicht so schlimm als Spiel. Also wer auf Motorradrennen steht, kann da gerne mal einen Blick riskieren. Der Rennstart unfair, das ist doch bei jedem Spiel so. Dass du erstmal Gas geben musst, während die anderen schon an dir vorbeiheizen. Also da kenne ich jetzt kein Rennspiel, das es anders macht. Ich gehe mal raus aus dem Spiel. Also mich überraschen die Wertungen jetzt schon. Und da habe ich jetzt hier was anderes erlebt gerade. Also ich habe jetzt hier noch ein Spiel. Das ist für Windows CD-ROM. Vermutlich Windows 95. Ja, da oben steht's. Das werde ich wahrscheinlich mal für einen anderen Tag vorbereiten. Da muss ich schauen, ob ich das eventuell über VMware zum Laufen bekomme. Genauso dieses Battle Beast hier. Ich da wirklich einen Schrott vermute.
Die werde ich extra zelebrieren. Schauen wir mal, was ich noch habe. Bob, der Baumeister. Jo, wir schaffen das. Das wäre vielleicht auch unsere Extrasendung. Einfach mal Kinderspiele. Die wirklich so schrottig sind, wie sie tun. Noch alles. Oh. Take. Stimmt, da gab es auch noch diese zwei Minispielesammlungen. Kennt jemand von euch Take Your Best Shot? Oder die Animationen von, muss ich kurz den Namen selber nachschlagen? Bill Plimpton? Bin ich gestern ein bisschen hängen geblieben an dem Ding. Hab's allerdings noch nicht installiert. Genau, von MTV. Der ist aber auch, sollte vielleicht aber auch einigen Leuten von was anderem bekannt sein. Der hat nämlich diese Werbevideos für Windows 95 gezeichnet. Wo dann das Fenster zum Schmetterling wurde oder umgekehrt. Schmetterling zum Fenster. Ich glaube, die sind auch auf der Windows 95 CD drauf. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Schauen wir mal, ob das auch auf Windows 10 immer noch läuft. Ob ich die hier vielleicht ohne Setup zu laufen bekomme. Okay, da gibt es einen ganzen Haufen. Wallpaper. Die ich mit der Kneifzange nicht anfassen würde. Geräusche. Das ist der Joystick-Treiber. Best Shot Bildschirmschoner. Okay, installieren wir das Ding mal. Ah, geht nicht. Hat einen 16-Bit-Installer. Das ist jetzt natürlich schade. Das ist so ein schönes, krankes Teil. Vor allem, wenn man nach 10 Minuten durch und hat keinen Spaß mehr gehabt. Ah, geht es? Nee, geht auch nicht. Der Bildschirm funktioniert auch nicht. Alles auf 16-Bit. Das wird Windows 3.11, oder? DOS 3.3 oder Windows 3.11? Okay, schauen wir mal, ob wir es unter DOS zum Laufen bekommen. So.
Raum verlangt Windows. Okay, dann. Bekommt verlangt Windows. Verlangt immer noch Windows. Okay. Dann ist die Angabe wieder falsch. Das ist ein reines Windows-Programm. Schade. Das wäre so was schön kaputtes gewesen. Ich habe leider noch kein Windows 3.11 hier drauf. Aber ich habe hier was anderes schön Krankes. Ich habe nicht gewusst, wie ich das am besten präsentieren soll. Aber so eine Sendung wie heute ist ideal dafür. Da, F13. Installieren. Hier ein Klassiker, der von Bluebyte vertrieben wurde. Na komm schon. Das ist so groß, da hängst du. Okay, er blinkt auf einer Platte. Ach, ich liebe es, wenn im Hintergrund Installationen starten, die man nicht sieht. Setup für Bildschirm schon und Desktop-Hintergründe. Du installierst mir da gar keine Bildschirmschoner, mein Freund. So.
So. Stephen Kings F13. Das Ding hat ja einen gewissen Eindruck hinterlassen, weil ja der Meister des Horrors seinen Namen dafür hergegeben hat. Ich fürchte nur, kann ich nicht klicken. Alles ist riesig von Stephen King. Stimmt, das ist die Kurzgeschichte, die er hierfür extra verfasst hat. Natürlich lese ich die am Bildschirm, macht am meisten Spaß. Was haben wir hier noch? Tollhaus. Ah, das müssen die Spiele sein. Baden verboten. Höchste Qualität, ja klar. Fische füttern. Wow, was für ein Spiel. Okay. Schmeiß mal den mal da rein. Witzig, dass die Kuh genauso klein ist wie der Hund und das Krokodil gerade eben. Dafür sind die Fische aber riesig. An welcher Stelle hat der Entwickler gemeint, dass das Spaß machen könnte? Kann ich die Tiere noch kombinieren? Nee. Kann auch sonst hier nichts machen. Ich kann nur Tiere ins Wasser schmeißen. Ganz im Ernst, hatte Wald, der Meisterjäger vorhin mehr Spaß gemacht. Um die Piranhas zu füttern, klickt sie auf eins der Tiere am unteren Bildschirmrand, ziehen sie über die Wasserlinie, lassen sie es dann ins Wasser fallen. Nur ein gut gefüttertes Haustier ist ein glückliches Haustier. Ja, schön. Okay. Das nächste. Hilfe. Kakerlaken suchen ihr Computerheim. In jeder Runde haben sie 45 bis 60 Sekunden Zeit, alle zu erledigen. Sollte das gelingen, kommt man in die nächste Runde. Ah, ich habe eine extra Käferklatsche, um die kaputt zu machen. Versuchen Sie, die Eier zu zerstören, bevor neue schlüpfen. Neues Spiel. Ehrlich jetzt?
Wieso können die das Spielfeld verlassen? Oh, jetzt habe ich eine Zeitung. Inso, nach der Aussage habe ich jetzt gerade wohlige Erinnerungen an Camp of the Desert. Hammer! Was willst du vorschlagen, Manfred? Das da? Und sind wir aber noch 10 Minuten durch, weil das Spiel fehlt. Wie viele Level gibt's denn eigentlich überhaupt? Ah, wieder die Zeitung. Ja, bitte, verlass ständig das Spielfeld. Macht ja Sinn beim Zeitlimit. Dass ihr euch nicht umbringen kann, wenn ihr nicht drauf seid. Ah, da. Ja. Meine Güte. Ja. So.
Wie viele Level gibt's denn? Weiß das zufällig jemand? Oder ist das so ein Pac-Man-Ding, wo irgendwann das Spiel abstürzt? Der arme Grafiker, der die ganze Scheiße zeichnen durfte. Tut einem, kann einem richtig leid tun. Also ich glaube, schlimmer wird es nicht mehr. Wir haben auch genug Eindruck von dem Spiel bekommen. Ich lasse mal die Zeit runterlaufen. Weil es dann doch irgendwie gar keinen Spaß macht nach 27 Leveln. Ach scheiße, jetzt habe ich es auch geschafft. Musste ja nicht mal mehr anstrengen. Zeit, oder? Kommt mit Escape raus, ja. Okay. Also das war das Erste, was man wenigstens halbwegs als Spiel erkennen konnte. Ist herausfordernd, macht aber auch keinen dauerhaften Spaß. Totengräber. Worum geht's hier? Sie sind Totengräber. Wir müssen verhindern, dass die Toten, dass sie zu einem der ihren machen. Wenn sich einer aus dem Grab erhebt, schaufel über den Kopf. Sehr gut. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Vier Zombies. Okay. Ich muss auch noch verhindern, dass die auf mich werfen. Im Prinzip ist es das gleiche wie diese Whack-a-Mole-Dinger. Du hast eine Zeitlimit, eine feste Anzahl und musst den Maulwurf abklatschen. Oh. Ach, meine Energie wird doch wieder zurückgesetzt. Thank you.
Oh, Geister kommen jetzt auch noch. Aber diesen einen Geist, der so auftaucht, muss ich an den denken von diesen Filmation Ghostbusters. Die mit dem Affen. Da taucht ja so ein ähnlicher Geist auf. Was haben wir hier noch? Desktop-Hintergründe. Die habe ich natürlich alle nicht installiert. Wohlweislich. Durch Mark und Bein. Ein Soundboard! Was denn Spahn? Wir hatten heutzutage noch Bildschirmschoner. Ende mal das Elend hier. Hat natürlich eine Frage. Wie schafft man es, sowas auf den Markt zu bringen? Ich meine, kommt da der Hersteller her zum Entwickler und freut sich, dass er es geschafft hat, fürs nächste Spiel die von Stephen King die Lizenz und sogar noch eine Kurzgeschichte zu bekommen.
dann eröffnet er dem Entwickler, dass es so viel Geld gekostet hat, dass er nur noch ein minimales Budget übrig hat und daraus schnell noch was stricken muss? Oder wie läuft das? Ich glaube, das Beste an F13 wird wahrscheinlich noch die Kurzgeschichte sein. Und ich glaube, da muss ich mal schauen, ob ich schaffe, die irgendwie zu extrahieren, in ein E-Book zu packen und so zu lesen, wie so ein vernünftiger Mensch liest. Auf dem E-Book-Reader auf dem Klo. Aber sonst ist, glaube ich, Stephen Kings F13 ein wirklich wunderbares Geschenk für Leute, die man nicht mag. Ach Gott, ist schon wieder 23 Uhr. Wir bringen jetzt schon anderthalb Stunden damit. Schauen wir mal, habe ich noch zum Schluss irgendwas richtig Schlimmes? Irgendwas in meiner Sammlung, was man noch präsentieren könnte? Spielverfilmungen. Na, witzig finde ich ja den nächsten Schritt. Spiele zu filmen, zu spielen. Sowas wie Street Fighter Alpha. Mit Jean-Claude Van Damme. Das Setup zu dem Programm hat sich übrigens noch nicht beendet. Das läuft hier noch im Hintergrund. Will abgeschossen werden. Schauen wir mal, habe ich hier noch irgendwas, was man so auf die Schnelle präsentieren kann? Archibald Apple Brooks Adventure. Das ist eher sowas, das müsste man in der als Kollektion sehen. Müsste ich mal wirklich die ganzen Adventure präsentieren. Alle 10, so wie sie vor kurzem im Retro-Kompott vorgestellt wurden. Aber Filmumsetzungen, da fällt mir gerade was Spannendes ein. Ich habe hier hinten ein Spiel, das nennt sich Running Man. Klar, Ghostbusters 2 habe ich auch hier auf C64, aber das hat die Miriam schon mal vorgestellt. Aber ich habe hier ein Amiga-Spiel namens Running Man. Das kann ich gerne nochmal zeigen. Das ist auch so eine ganz besondere Qualität von Schlimm. Na, wo haben wir's?
Das ist so ein ganz, ganz kurzes Spiel noch zum Abschluss für heute. Ich mein Gamepad. Mal anschmeißen. So. Hört ihr den Ton? Bei mir ist jetzt gerade sehr leise. So, jetzt muss ich bei euch nochmal lauter machen. Ich glaube, jetzt dürftet ihr was hören. Ich muss schon sagen, die haben sich wirklich wahnsinnig viel Mühe mit dem Intro gegeben. Aber nicht mehr. Ich höre, dass ich auf den Knopf gedrückt habe. Moment. Ah, okay, ich war nicht im Fenster drin. Dieses Spiel. Jetzt hat mein Gamepad nicht erkannt. Nee. Ah, Mist. Das war das völlig falsche Spiel jetzt. Das war noch im... Oh Mann. Das war noch im Quicksave drin. War auch schlecht. Passt auch ganz gut hier rein. Okay, nochmal. War keine Absicht.
Aber wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Ja, aus irgendeinem Grund habe ich an der Stelle einen Safe State. Ich habe keine Ahnung, woher. Und vor allem, warum. Ist das Intro nochmal durchlaufen lassen? Bis. Oh Gott. Ja, Arne, ist ja gut. Ich wollte mal herausfinden, wie das Spiel funktioniert. Hat leider nicht geklappt. Ich weiß bis heute nicht. Natürlich nicht, Marcel. Ah, jetzt. Musik an, aus, Pause und weiter. Sehr schön. Gut zu wissen. Okay, lädt. So. Ah, das zwei wieder haben. Raus, das rein. Okay. Ja, ich darf Hunde treten. Allerdings Running Man. Dafür läuft sogar erstaunlich wenig. Der Köter gibt mir gerade schon Keks. Zu früh. Zu spät. Tot. Okay, nochmal. Irgendwie ging es darauf. Drunter ging es nicht, da ist die Blockade hier. So. Kann der Mann nicht auch laufen? Ich meine, er heißt doch schließlich Running Man. Doppelsprung, dass ich da hochkomme.
Ich muss wirklich an der exakt richtigen Stelle stehen. Und. Ja. So. Jetzt läuft er. Warum jetzt? Warum läuft er auf einmal? Verstehe nicht. Wer hat mich zu laufen gebracht? Ach, ich muss zweimal in die Richtung. Okay. Ein Schwachsinn. Na toll, auf der einen Seite der Hund, auf der anderen Seite der Jäger. Ich kann mich an die Hunde gar nicht mehr erinnern in dem Film. Auch. Verschwinde Hund. So, ich glaube gleich. Ja, genau. Das Nebel des Todes. Nicht gut das Spiel. Gar nicht gut. Vor allem habe ich keine Ahnung, was mit dem Nebel soll, der Schmarrn. Und die Punkte werden ja noch witziger. Ich krieg $1000. Wenn ich einen Hund schädige, aber nur 100, wenn ich einen Menschen kaputt mache. Langt auf den Keks. So. Weiter auf den Keks.
Hat er vorhin nur vergessen, mit seinem Puck zu schießen, oder? Keine Ahnung, was da schon mal mit dem Nebel soll. Oder dass er kontinuierlich die Energie entzieht. Denke ich mal, dass ich laufen muss. Darf ich jetzt auch noch lösen? Ist das nur die Bonusrunde oder? Bin jetzt Game Over. Lauf wieder von vorne anfangen. Ah, okay. Das war nur die Bonusrunde. Der Sound ändert sich aber auch kein Stück von Level zu Level. Ach, die Energie habe ich mitgenommen. Ist ja auch schön. Da gibt es gar keine Chance jetzt. Ah, okay. Gut. Kann man aufladen.
Okay. Hat er sich vor selbst gerichtet. Hoppla. Okay, dann wirst du gleich volle Energie bekommen. Gibt es viele Level werden immer kürzer oder die hatten überhaupt keinen Level Designer. Schön. Okay. Gut, ich glaube, es reicht, um mal einen Einblick auf dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das ist nicht gut. kein Level-Design, kein gar nichts. Sie werden einfach die Gegner entgegengeschmissen. Und damit es nicht zu leicht wird, dann auch noch ein paar Hunde. Wer von dem Spiel noch nie was gehört hat, seid froh. Wer es jetzt gesehen hat, lohnt sich nicht, das zu kaufen. Spart ja Geld. Gut, dann haben wir die zweite Sendung mal rumgebracht, in dem nichts funktioniert hat, wie es sollte. Ich gebe jetzt auf mit Tomb Raider. Ich werde schauen, dass ich das irgendwie aufzeichne und dann im Retro-Lagerfeuer abspiele. In einem der nächsten, weiß nicht, ob ich es bis zum nächsten schon schaffe. Ein Mattmeister, vielen Dank fürs Followen. Trotz dem Schmarrn, den wir hier verbrechen. Aber gut, danke. Ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht. Und wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Dann hoffentlich, oder dann suche ich mir ein anderes Spiel aus. Eins, das vielleicht weniger Zicken macht und trotzdem noch schlecht genug ist. Also, bis die Tage. Schönes Wochenende und ciao.